Die britische Wirtschaft verlangsamt sich. Lucas Dos Santos, CBMI Research. In die Stichwahl um das Präsidentenamt ziehen Macron und Le Pen ein. Wie haben die Märkte reagiert? Hat man mit solch einem Ergebnis vielleicht gerechnet? Nein, mit diesem Ergebnis hat niemand gerechnet. Diese Tatsache spiegelt auch der Anleihemarkt ziemlich gut wider. Die Spreads französischer Anleihen haben die Spreads deutscher, holländischer und anderer Länder übertroffen. Während der vergangenen Monate wurde am französischen Anleihemarkt ein Zuwachs fixiert. Riskante Anlagen unterliegen einem immer stärker werdenden Aufwärtstrend. Der Wert europäischer Aktien steigt, dem Euro geht es auch ziemlich gut. Die Spreads der Ausbeute werden aber immer kleiner. Die europäische Wahlsaison nähert sich dem Ende zu. Die holländischen Wahlergebnisse sind positiv ausgefallen. Die Wahrscheinlichkeit ist groß, dass Macron die Wahlen in Frankreich gewinnen wird, während die anstehenden Wahlen in Deutschland eher ruhig verlaufen müssten. Die jüngsten europäischen Wirtschaftsdaten sind recht positiv ausgefallen und ich denke, dass sich dieser Trend weiter fortsetzen wird. Mal sehen, wie sich der momentan aufwärts bewegende Euro weiterverhalten wird und wie die Europäische Zentralbank auf die Auflösung aktueller Risiken reagieren wird, die im Zusammenhang mit den Wahlen verbunden sind. In dieser Woche wird sich die Europäische Zentralbank zu einer weiteren Sitzung versammeln, die unserer Meinung nach keine geldpolitischen Veränderungen einbringen wird. In diesem Fall sollte man die Einstellung des Herrn Draghi beachten, die unserer Meinung nach unverändert locker bleiben müsste, weil er die momentanen Ereignisse nicht mit unnötigen Erwartungen überschatten möchte. Dies sind unsere momentanen Erwartungen, die sich in der Zukunft aber durchaus verändern könnten. In der vergangenen Woche hat Frau May vorzeitige Wahlen angekündigt. Inwiefern wird dies das Pfund beeinflussen, vor allem vor dem Hintergrund, dass in dieser Woche einige Wirtschaftsdaten veröffentlicht werden? Einige Faktoren deuten darauf hin, dass die britische Wirtschaft, die sich nach dem Referendum im vergangenen Jahr als durchaus robust gezeigt hat, sich in diesem Jahr wieder verlangsamen wird. Der wesentliche Grund dafür ist der schwache Konsumsektor. In der vergangenen Woche wurden enttäuschende Daten zum Einzelhandel veröffentlicht. Zu Jahresbeginn fixierten die Daten zum Konsumvertrauen und zum Einzelhandel noch ganz unterschiedliche Resultate. Der Einzelhandel stieg, während die Daten zum Konsumvertrauen eher schwache Resultate lieferten. Heute unterliegen beide Indikatoren einem Abwärtstrend. Das Einzige, was Hoffnungen erweckt, ist das Pfund. Der Boden wurde bereits erreicht, die Währung steigt allmählich. Vor der Ankündigung vorzeitiger Wahlen ist das Pfund stetig gestiegen und die Annahme, dass die Konservativen gewinnen werden, unterstützt die britische Währung, weil dies die Position Englands im Laufe der Verhandlungen zum Brexit unterstützen wird. Vor dem Hintergrund einer konservativen Mehrheit sinkt die Wahrscheinlichkeit, dass das Parlament die endgültige Fassung des Abkommens wieder auflösen wird, was eine sehr schlechte Nachricht wäre. Die Zeit wird knapp, die Wahlen werden in weniger als einen Monat stattfinden. Und ich denke nicht, dass das Pfund vor der Veröffentlichung dieser Resultate noch einmal steigen wird. Aufgrund der Anspannungen mit Nordkorea hatte es der Dollar in der vergangenen Woche nicht leicht. Wie wird sich der Greenback in der Zukunft verhalten? Die Erwartungen, was größere Ausgaben in den Bereich der Infrastruktur und geringere Steuern angeht, haben den Dollar unter Druck gesetzt. Alle wissen, dass das Umsetzen dieser Pläne mehr als kompliziert sein wird. Der Dollar ist gesunken, da diese Tatsache nun auch den Marktteilnehmern klar geworden ist. Einige Vertreter der amerikanischen Notenbank sagen, dass die Notenbank bereit sei, ihre Prognosen zu verändern, was die Volatilität und den wirtschaftlichen Zuwachs angeht. Die fundamentalen Wirtschaftsdaten sehen nicht gerade gut aus. Dies scheint die geldpolitischen Pläne der amerikanischen Notenbank aber keineswegs zu stören. Die geldpolitischen Erwartungen der Vereinigten Staaten sollte man gut im Auge behalten. Man sollte zu Long-Positionen greifen, sobald diese Erwartungen den Dollar stark unter Druck setzen sollten. Lukas, ich bedanke mich für Ihren Beitrag. Liebe Zuschauer, das war die Wochenprognose und mein Name ist Jack Everett. Ich bedanke mich für das Zusehen und sage bis bald.